Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere bei dem FC Bayern München. Wir spielen eFootball PES 2020, ich freue mich drauf. Die letzte Folge könntet ihr verpasst haben, denn die letzte Folge war ein Livestream. Da haben wir zwei Spiele gemacht, ganz normal, wie in der Folge. Und einmal gegen Düsseldorf, einmal gegen Gladbach. Und ja, beide Spiele waren relativ erfolgreich. Und dann haben wir die Transferphase gemacht. Und in der Transferphase haben wir uns tatsächlich einige Spieler gekauft. Diese einigen Spieler, die kommen jetzt gleich zum Einsatz und da freue ich mich drauf. Warum habe ich heute nur diese Kamera und keine Zweitkamera, sogar mit Greenscreen wieder? Ich gehe wieder back to the rules quasi. Das mit den zwei Kameras fand ich sehr, sehr cool und finde ich auch immer noch cool. Es ist nur nicht perfekt und jetzt muss ich gerade ein bisschen vorproduzieren. Es ist sowieso schon heiß hier in dem Zimmer, weil es jetzt wirklich draußen auch wärmer ist. Deswegen hier ganz easy, ganz schnell, dass ich hier nicht so lange brauche und da viel zu viel Zeit reinstecke, die ich aktuell in meiner Abiturphase sowieso nicht habe. Falls euch das Ganze gefällt, dann dürft ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Auf den Stream haben wir ja ordentlich viel geschafft, also da waren wir glaube ich bei 55. Ich würde mal wieder ein bisschen runtergehen und würde sagen, 50 schaffen wir heute auf die Folge hoffentlich. 50 Likes gerne da lassen und ein Abo auch natürlich, ne, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Ich zeige euch jetzt gleich mal mein Team. Wir sehen auch gerade, dass wir ein Transferangebot für Lewandowski reinbekommen haben. Also die Transferphase ist offiziell noch nicht beendet, aber wir werden auf jeden Fall keine Spieler mehr ver- und einkaufen, außer eventuell Ulreich. Ja, wir haben angefangen hier mit Alexander Nübel, ein realistischer Transfer, der kommt ja bei Bayern auch in echt, dementsprechend ist er hier auch mit drin, das freut mich natürlich sehr zu hören. Und dann natürlich noch ein realistischer Transfer, Leroy Sané, der wird auch immer wieder, über den wird immer wieder gesprochen, muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ein sehr, sehr heißes Gerücht und vielleicht kommt er tatsächlich auch zum Bayern, mich wird es auf jeden Fall freuen. Wir haben ihn uns hier gekauft, dann brauchten wir einen Ersatz für Lewandowski, weil wenn Lewandowski nicht spielt, konnte ich immer nur Arp spielen lassen, Zirkzee gibt es hier leider in dieser Karriere noch nicht. Und dementsprechend haben wir uns jetzt Haaland gekauft. Wir haben uns Erling Haaland gekauft, Erling Braut Haaland und ja, das wird auch mega, mega cool, da bin ich mega gespannt. Und wir haben Boateng ja verkauft, deswegen brauchten wir noch einen Ersatz Innenverteidiger und da ist auch mal im Gespräch gewesen, beziehungsweise fände ich es auch sehr, sehr cool, Upamecano und den haben wir uns gekauft. Einen großen, also viele werden sich jetzt fragen, so was, 4 Spieler und die sind ja alle nicht schlecht, ne? Woher konntest du das leisten? Einen großen haben wir dafür verkaufen müssen. Im Livestream konntet ihr abstimmen und konntet ihr mitentscheiden. Das heißt, unbedingt, falls ihr den Livestream verpasst habt, entweder auf Instagram folgen oder hier natürlich auf YouTube die Glocke aktivieren, damit ihr den nächsten nicht verpasst. Wir haben nämlich Philipp Coutinho verkauft. Coutinho, eigentlich ein Spieler, den ich mochte, mit dem ich coole Freistöße gemacht habe. Sicherlich auch das eine oder andere Tor, aber wir haben ein mega Angebot bekommen von Barcelona. Die wollten den wieder zurückkaufen und haben das getan für sehr, sehr viel Geld. Und schaut euch da einfach den Stream nochmal an, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dementsprechend haben wir ihn verkauft und dafür ganz, ganz viele schöne, geile andere gekauft. Ja, Leverkusen, eine Mannschaft, die ja echt gut ist, Platz 7, denke ich auch. Und klar, wir haben jetzt ein paar neue Spieler und auch gute, die uns weiterhelfen können. Die müssen sich natürlich erstmal eingrooven und das muss erstmal alles ein bisschen passen und laufen. Und deswegen hoffen wir natürlich auf ein starkes Debüt von den beiden. Vielleicht wird ja noch jemand eingewechselt. Aber ja, ich bin echt super, super hyped und gespannt. Und ich weiß, dass ihr es auch seid, also das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Oh, sehr stark von Neuer, kann ihn da nur ein bisschen ja, weglenken, aber hat er trotzdem gut gemacht. So, jetzt habe ich halt eben keinen Coutinho mehr, der so einen Freistoß schießen kann. Muss das mit Alaba machen. Er haut ihn in die Mauer, aber es gibt eine Ecke. Oh, hallo. Das ist echt krass. Es ist chancenlos, das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas reingeschnitten habe. 0:0, wenig Schüsse von beiden, von uns noch weniger. Sehr schwer, sehr schwer das Spiel. Vielleicht auch nicht das Beste fürs Debüt. Also es ist sehr, sehr schwer. Oh, scheiße. Jetzt kommt Leverkusen, euer Hadin. Ja, ich habe schon seit 10 Minuten gefühlt Wechsel eingestellt.
denn man sieht es hier gerade zum Beispiel bei Sané, Thiago und so, da geht schon bei einem und bei dem einen oder anderen die Fitness flöten. Und da braucht man natürlich vor allem vorne fitte Leute. Das ist nämlich ein sehr, sehr schweres Spiel, was ich ja schon tausendmal jetzt gesagt habe. Oh, wenn er da durchkommt. Jetzt Müller. Und der Torwart hat ihn, Radetzky. Ey, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt bis in die letzte Sekunde nicht wechseln können. Ey, der hält ihn auch immer fest. Ich glaube, ich hau den Ball jetzt einfach raus. Ohne Spaß, ich muss es machen. Ich habe seit der 67. oder so das eingestellt. Oder noch früher. Hey, es ist vorbei. Ich habe nochmal probiert zu drücken, ein bisschen Gas zu geben, aber es konnte mir nicht gelingen, nicht gefährlich zu werden. 0:0, immerhin haben wir keins kassiert, aber so ein schweres Spiel, das hatte ich selten. In der zweiten Hälfte waren wir echt deutlich besser nochmal zum Vergleich zur ersten, aber das Spiel war sehr, sehr schwer. Dementsprechend rückt jetzt Schalke ein bisschen ran. So, und unser nächstes Spiel wird jetzt noch kranker. Wir spielen nämlich gegen Frankfurt. Und Frankfurt ist echt, die sind schon sehr nah hinter uns, das muss man schon sagen. Ja, Rechtsverteidiger Odriozola habe ich nicht, aber wir können Pavard einsetzen. Und dann können wir Upamecano den ersten Debüteinsatz geben, denn Süle ist ein bisschen Fitness angeschlagen. Ja, ne? So, gegen Frankfurt glaube ich nicht, dass es so schwer wird. Also Leverkusen zwar 7., Frankfurt 4. Platz. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es so schwer wird wie jetzt gerade gegen Leverkusen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe echt wenig Highlights in dem Spiel gehabt. Dementsprechend habe ich auch wenig reingeschnitten. Ich hoffe, dass jetzt wirklich Highlights kommen, dass ich hier viel reinschneiden kann. Wir brauchen ein paar Szenen. Wir spielen auch zu Hause jetzt. Wir spielen zu Hause, es ist leicht bewölkt. Aber die Torhymne will ich auf jeden Fall hören. Upamecano darf auflaufen. Heimdebüt für Sané und Upamecano. Und Upamecanos Debüt für Bayern allgemein. Haaland wechsle ich bestimmt ein, bin ich mir ziemlich sicher. Und naja, Nübel brauchen wir jetzt mal nicht. Oh, Lewandowski. Da wird's direkt gefährlich. Wir wechseln, glaube ich, doch, weil ich habe ja ganz vergessen, Sané ist ja Linksfuß. Und den jetzt auf der rechten Seite spielen zu lassen, es klappt zwar schon so robbenmäßig, aber das klappt halt in PES leider nicht. In PES flanke ich dann doch eher mal und das würde viel besser funktionieren, wenn die links und rechts getauscht sind. So, Müller. Die Flanke ist zu eng. Und Lewandowski nochmal. Boah, Neuer. Lewandowski, es gibt's nicht. Wir bringen den Ball nicht im Tor unter heute. Dieses Spiel ist jetzt nicht ganz so schwer. Es ist auf eine andere Weise schwer. Es ist kein einfaches Spiel, definitiv. Aber es ist nicht ganz so schwer. Es funktioniert auf jeden Fall ein bisschen besser, weil Frankfurt nicht so spielbestimmend ist wie Leverkusen. Also man sieht es ja auch am Ballbesitz. Das war bei Leverkusen sehr, sehr ausgeglichen. Und jetzt Goretzka, der ist drin. Yes! Nice one! Oh! Hast du den Anlauf gesehen? Das war ein Schuss! Schöne 2-3 Schritte, flach ins rechte Eck. Und wir führen, die Bayern führen in der 35. Spielminute. Haben die Bayern nicht gestern sogar in echt, glaube ich, sogar gegen Frankfurt gespielt? Also ich nehme das natürlich jetzt schon vor dem Spieltag auf, aber ich glaube, dass die am Wochenende, und das ist, müsste gestern dann gewesen sein, gegen Frankfurt auch gespielt haben. So, Halbzeit 1:0. Wie gesagt, kein einfaches Spiel, aber immerhin haben wir mal ein Tor gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Boah, crazy. Da muss noch mehr gehen, also in 3:0 wäre schon nicht schlecht oder so, also 3 Tore wären auf jeden Fall gut und dann hoffe ich natürlich, dass die nicht auch irgendwie 2 oder 3 machen oder noch mehr. Ja, aber da machen sie es direkt, 1:1.
Ein Tor haben sie auf jeden Fall schon mal gemacht. So eine Scheiße, ey. Es ist heute echt schwer. Leverkusen und Frankfurt ist echt schwer. Direkt nach Wiederanpfiff. Die erste Chance. Pavard gewinnt das Duell da oben nicht. Die Flanke kommt gut. Tolisso kann den Kopfball nur leicht verteidigen. Dann die ultra gute Hackenvorlage. Und letztendlich macht ihn dann Müller. Der unechte Müller rein. Das Problem ist halt, sie machen die Mitte ziemlich zu. Und ich muss immer wieder auf die Außen ziehen. Und das funktioniert nicht gut. Wir kriegen einen Freistoß. Das könnte eine Möglichkeit sein. Wir sind sehr nah dran. Standardsituationen sind nicht zu unterschätzen. Standardsituationen sind nicht zu unterschätzen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Latte von Alaba. Lewandowski, Alter. Okay. Komm jetzt Müller, ja. Thomas Müller hat ihn sich geholt und lupft ihn und der kriegt ihn. Das kann doch nicht sein. Ronow, keine Ahnung wie der heißt. Ronhof, genau. Mann, Thomas Müller hat das so schön gemacht und der Lupfer war auch doch nicht schlecht, aber ich musste natürlich lupfen, weil vorbeigehen war da schlecht und schießen war auch sehr, sehr, naja, gefährlich. Oh, Thomas Müller, nee. Nee, es ist echt komisch, wir bringen Haaland. Es ist sehr, sehr komisch. Es sind natürlich gute Mannschaften, die auch gut spielen, aber... dass es halt wirklich nicht klappt. Boah. Oh, jetzt Erling Haaland. Haaland. Jawohl. Gerade eingewechselt. 1-0. Für das ist er. Der perfekte Joker. Nicht das schönste Tor. Sané wurde auch umgehauen nochmal. Aber Erling Haaland macht ihn rein. Boah. Mit rechts, links, unten rein. Und das ist sehr, sehr wichtig. 2-1 Führung jetzt. Und Sané! Leroy! Jawohl! Die Neuzugänge! Yes! Und was für ein Ding. Der dachte sich so, nee, Haaland hat jetzt das erste Tor gemacht. Ich mach ein besseres. Die beiden Neuzugänge, was, wir haben ja noch ein paar andere, aber die Stürmer-Neuzugänge, sag ich mal, treffen beide jetzt hier gegen Frankfurt. Zuerst Haaland eingewechselt und dann Sané mit einem Traumtor. Jetzt fehlt nur noch Upamecano mit dem Eckball. Das würde natürlich alles toppen. Und da ist der Eckball. Sané geht raus. Perisic kommt rein. Und Thiago kommt für Tolisso. Und jetzt Upamecano. Nee, es ist Pavard, der dahin stürmt. Und der Ball. Haaland geht nicht über die Linie. Goretzka nochmal mit einem guten Schuss. Oh. So, 3-1 ist auf jeden Fall safe. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Nee, Haaland kriegt den Ball nicht. Das war's. Haaland und Sané treffen. Goretzka legt vor. 3-1 gewinnen wir. Und das ist ganz, ganz wichtig nach dem 0-0 gegen Leverkusen, dass wenigstens hier ein paar Tore gefallen sind. Schön ein paar Highlights, die ich euch mit reinschneiden kann. Und auch wunderschöne Highlights im Sinne von 2 Toren durch die Neuzugänge. Und genau eben... auch noch ein Traumtor von Leroy Sané. Ja, Schalke gewinnt auch und bleibt somit hinten dran. Dortmund hat nun unentschieden gespielt, wird dementsprechend von Leipzig überholt und damit rutscht auch Frankfurt einen Platz nach unten in der Tabelle. Aber spannend ist es immer noch. Also wir haben hier nicht ultra krass viele Punkte Abstand und das macht diese Saison so, so spannend. Und ja, jetzt mit den neuen Transfers. Also ich bin sehr, sehr gespannt. 6 Punkte sind es, um genau zu sein. Ja,
Es wird wirklich interessant. Also, das war's mit dieser Folge. Am Anfang, ja, sehr, sehr kritisch, dann letztlich mit einem Happy End. Mega, mega nice. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt eure, ja, Vorschläge, eure Gedanken in die Kommentare zu diesen Transfers, wie ihr die findet und wie ihr dieses Tor fandet, diese Debüts quasi von denen. Mega, mega nice. Ich freue mich auf eure Kommentare, werde natürlich alles wieder lesen und beantworten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.